Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder zum MLC Talk. Heute mit mir und dem Andi und mit Benjamin, meinem Co-Moderator für die Folge Hardcore und Full Gear. Ja, dafür haben wir auch zwei super Gäste einladen dürfen, den Markus und den Benji. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Ja, Thema unserer Folge Full Gear, da seid ihr ja auch schon vorbildlich gekleidet. Und ja, von dem her würde ich euch einfach mal bitten, dass ihr uns mal vorstellt, was ihr da so trägt, warum ihr es trägt. Und Markus, bitteschön, fang doch mal an. Also doch, nehme ich die Maske erstmal ab, ausnahmsweise. Du darfst dafür die Maske ab. Genau, Kopf ab zum Gebet. Das ist so eine Sache, die man als echter Hardcore-Gear-Fetischist normalerweise nicht macht, die Maske abzunehmen, komplett. Aber im Rahmen der Verständlichkeit deswegen trotzdem. Ja, Hardcore-Gear ist, wie man sieht, möglichst viel anzuhaben, möglichst komplett angezogen zu sein, keine Haut sichtbar, eingeschlossen in das Material und das Material genießen. Das ist so der Hauptpunkt, würde ich sagen. Mhm. Und da kann man auch gerne Sachen so ein bisschen kombinieren und alles so ein bisschen schwerer machen. Mit schweren Masken ist es dann noch viel besser. Ja, Angie, bitteschön. Ja. Weil es einfach viel einfacher ist, wohnen. Aber genau, wie Herr schon gesagt hat, ist eigentlich ein Tabuthema, dass man normalerweise immer irgendwas anhat. Und beim Thema Hardcore Gear ist es auch wirklich weniger. Ist mehr zählt in dem Fall nicht, sondern hier ist es wirklich mehr zählt. Mehr ist mehr und man kann das schön kombinieren und auch viele Schichten übereinander ziehen, wird auch gesehen. Das heißt, da ist, was ist genau der Reiz da dran? Möglichst komplett eingepackt zu sein? Sind die Materialien? Es kann man schon auch möglichst wenig Haut zeigen? Oder ist der Reiz das Anonyme da dran? Wo kommt das her? Wie muss man das verstehen? Das ist recht individuell, ehrlich gesagt. Es gibt viele, die leben in erster Linie für die Anonymität in dieser Vollverpackung. Wobei die allermeisten einfach nur dieses Gefühl, das komplett verpackt sein, abgeschlossen von der Außenwelt, das am wichtigsten finden. Es gibt auch viele Gearheads, die sich gegenseitig nie ohne Maske gesehen haben. Das gibt es durchaus und die finden das auch gut so. Und dann gibt es wieder andere, die würden doch gerne mal wissen, wer drunter steckt. Also das ist individuell. Aber so dieser Reiz an der Komplettverhüllung und nichts rein, nichts raus, auch ein bisschen abhängig davon sein, dass einem wieder einer raushilft, das ist schon auch was richtig Cooles. Das natürlich auch ergänzend dazu zu sagen, viele legen auch wirklich Wert drauf, dass man das Ganze komplett hat, also ein komplettes Outfit hat, was möglichst vollständig und möglichst real an dem ist, wie man es auch wirklich in der Realität, der beispielsweise drin arbeiten muss, anhat. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Stichwort. Jetzt seid ihr ja relativ unterschiedlich angezogen. Ne? Es gibt ja ja, Sport-Outfits, also Schutzkleidung, ne, würde man jetzt sagen. Du bist ja gemischt, ne? Teilweise wäre das ja ein Arbeitsoutfit. Ne? Jetzt gibt es ja gerade im Bereich Arbeit unendlich viele Berufsgruppen. Sind die alle interessant oder gibt es welche, die jetzt total schrecklich sind? Ich glaube, da ist der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist wirklich so, jeder hat da noch andere Empfindungen, wie man was kombinieren kann oder nicht, oder was man mag. Also da gibt es wirklich viele Berufsgruppen, für jede kleine Nische wird da oft abgedeckt und die ganzen Leute finden sich dann wieder auch in Communities wieder, um das dann auszuleben. Aber letztlich wird auch das große Ganze gesehen, dass man dann eine große Community ist, die sich optimal so zusammenschließt, dass man das eben wiederum ein größerer Teil ist, um das besser ausleben zu können. Ja, ich denke auch, dass auch immer die Materialschwere ausschlaggebend ist. Auch wenn ich die jetzt angucke mit den schweren Gummistiefeln, die sind halt thermowarm, extra dick, extra schwer. Also diese Schwere oder diese Mehrfachverpackung, das ist bei allen Berufsgruppen, die man das abdeckt, ein Thema. Ob das jetzt Feuerwehr ist oder THW oder sonstige Uniformen oder eben Taucheranzüge, da hat man dann nochmal einen Gummianzug drunter, um das nochmal extra schwer zu machen. Hat gar nicht unbedingt mit Schwitzen zu tun, aber diese Verpackung, dieses Abgeschirmtsein, das trifft für alles zu. Schwitzt du gerade, Martin? Es geht. Ist auch ein bisschen tagesformabhängig, aber im Moment nö, eigentlich nicht. Okay.
wollte gerade fragen, was macht man denn dann, wenn einem so langsam das Outfit irgendwie vollläuft? Weil irgendwann wird es ja dann doch warm drin. Ja, da braucht man helfende Hände, die einen auf den Kopf stellen, Reißverschluss aufmachen oder hier aus dem Hals mal rauslaufen lassen. Aber wie praktisch. Das geht dann schon. Ja. Ich finde es ja gerade das Schöne, dass man dann so schwitzt. Gerade wenn es irgendwie warm wird, dass es dann eben auch glitschig ist. Man fühlt sich dann nochmal ganz anders wohl drin. Also für mich ist es ein Wohlfühlen tatsächlich. Man sagt, man rutscht so noch in die letzte Falte rein, die vielleicht vorher nicht so saß. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl für mich. Mhm. Ja, man merkt auch, viel Gummi ist bei der Sache dabei. Also wenn man hardcore geht, denkt, sieht man sehr viel den Gummi, zumindest als Base Layer, also drunter. Und was dann drüber ist, ist unterschiedlich, aber genau wie Benji das hier auch hat, Vollgummi erstmal und dann noch was drüber und Farbakzente setzen, das hat schon auch was. Das ist auch eine sehr bunte Geschichte. Das ist tatsächlich auch mit Motorradkombis oder mit Crossgear, die ja auch oft gesehen wird bei Folge, steckt auch tatsächlich auch auf Grabber nochmal drunter. Das ist wirklich so quasi für viele so der Basic Layer. Schon gesagt hast. Mhm. Wir haben das Thema Anonymität angesprochen. Ist das für euch ein Nervenkitzel, so der Gedanke, dass man jetzt, ihr seid beispielsweise auf einer Party und euch erkennt man jetzt nicht, es sei denn jemand, der euer Outfit schon 10-mal gesehen hat und ihr wisst nicht, wer euer Gegenüber ist, mit dem ihr vielleicht redet oder vielleicht sogar auch spielt? Gibt es durchaus. Kommt ein bisschen drauf an, ob man schon in der Community sich gesehen hat oder wusste, wer reinkommt. Es gibt auch viele, die kommen schon komplett maskiert zum Eingang. Die sieht man also auch am Eingang nicht maskiert. Die das dann genauso wollen? Die wollen das so, genau. Und das ist teilweise auch ein Selbstschutz. Es gibt auch einige, die einfach nicht erkannt werden wollen, aus beruflichen Gründen oder was auch immer. Dann ist das so eine Doppelbedeutung. Anonymität für sich selbst, aber eben auch als Selbstschutz nach außen. Das spielt beides mit rein. Weil ich denke, die Maskierung ist auch mit ein Teil dessen, dass natürlich die Gearheads versuchen, möglichst vollständig gekleidet zu sein. Und für vieles gehört eben dann entsprechend auch die Maske dazu oder ein Helm. Und der wird dann auch nicht abgesetzt, weil der würde das ganze Outfit, nenne ich ganz komplett kaputt machen, also so ein bisschen stören, weil dann ja der unbekleidete Kopf rausschaut. Also es ist wirklich ein vollständiges Bild soll abgegeben werden dadurch, möglichst real. Das haben wir schon am Start gemerkt, es ist dann relativ schwer miteinander zu kommunizieren, wenn man so eingepackt ist. Wie schaut das dann auf einer Party aus, wenn dann vielleicht noch irgendwie laute Musik läuft oder so und man hat Helm und Vollschutz auch? Wird das dann nicht irgendwann sehr umständlich? Ja, natürlich wird es schwieriger. Man muss sich dann sehr aufeinander konzentrieren, vielleicht auch mal eine ruhige Ecke suchen. Aber ja, irgendwie ist das schon machbar. Und das ist auch Teil dessen, dass man genau hinhören muss. Man muss näher an den dran. Also der Körperkontakt ist trotz der Kleidung, die man drüber hat, wichtig und die Nähe. Und das holt man sich dann trotzdem, gerade wenn man miteinander sprechen möchte. Also nicht, dass ihr mich jetzt für pervers haltet, aber was ist denn auf einer Party mit anderen Aktivitäten, die man vielleicht gerne machen würde und die vielleicht im Folge-Outfit schwierig sind? Ja, es ist natürlich schwierig. Wird auch gesagt, ihr seid ja komplett verpackt. Was wollt ihr denn eigentlich miteinander anstellen? Aber es gibt ja viel mehr als das klassische Sex miteinander haben. Da geht es viel über Berührungen, über die Gerüche auch, an den Sachen mal riechen, necken, anfassen. Da spielen sehr viele Sinne eine Rolle. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit in der Gearhead-Szene, dass es da eben nicht auf den Sex an sich ankommt, sondern auf das Gegenüber, auch wenn es anonym ist, aber dass man auch sich aufeinander einlässt und den anderen komplett genießt in allem, was er so kommt. Es geht ja auch dann vieles einher, dann auch gerne mal mit Bondage. Wird es gerne kombiniert. Oder es gibt ja dann auch entsprechend Motorradkombis, kann man präparieren. Man kann andere Anzüge auch entsprechend präparieren, dass man auch drankommen kann an alles, wenn man das dann will. Da gibt es auch natürlich keine Grenzen gesetzt in den Möglichkeiten. Es ist schon immer wieder das Stichwort auch Community gefallen. Man kennt sich wohl untereinander. Gibt es da irgendwas Großes, wo man so zusammen feiert? Irgendwie eine große Organisation? Was gibt ja jetzt wahrscheinlich auch nicht unendlich viele, die diesen Fetisch in dem Maße ausleben. Es ist natürlich schon eine sehr begrenzte Community, aber weltweit gesehen gibt es genug. Und die Organisation, die alle ein bisschen zusammenhält, das ist die sogenannte Gear Blast. Die gibt es in einem Format in den USA, die gibt es im Format in UK und auch in Europa. Und da wird eben versucht, möglichst einmal im Jahr eine Party zu machen. Und da organisieren sich dann die Gearheads Europas, UK oder aus USA. Wir haben vor 2 Jahren die letzte Gearblast EU gehabt in Karlsruhe und
ein guter Freund von mir inzwischen, der organisiert die auch mit. Der hat ein kleines Video vorbereitet, um uns zu grüßen, denn er ist leider in Tirol und kann momentan nicht zu uns kommen, um live im Studio zu sein. Mhm. Aber er hat ein kleines Video gemacht, um ein bisschen zu erklären, was die Gear Blast ist, was für ihn das Gear bedeutet und wie er die Szene so sieht. Super, dann schauen wir da doch mal kurz rein. Ein Hallo aus Tirol an alle Gearheads und weiteren Zuschauer und an euch ins Studio. Schade, dass ich heute nicht direkt bei euch sein kann. Ich bin Rubbiker 77, liebevoll Rubby genannt und ein sogenannter leidenschaftlicher Gearhead. Die meisten kennen mich von diversen Online-Plattformen, der einen oder anderen 100% Gummi, Leder bzw. der Hardcore Gear Party im Underground oder der Gear Blast, wovon ich einer der Ausrichter bin. Heute darf ich hier ein paar Worte zum Thema Hardcore Gear sagen. Jetzt über 40 Jahre alt habe ich vor ca. 30 Jahren realisiert, dass ich auf eine gewisse Art auf Gegenstände reagiere, die mich damals sehr irritiert hat. Es ging also bei mir schon sehr früh mit Masken und Handschuhen los. Später bekam das Kind auch einen Namen, Gear-Fetisch. Anfangs sehr lange versteckt, ist es heute ein wesentlicher Bestandteil in meinem Leben. Und ich bin beinahe täglich in verschiedensten Gear. Ich führe schon so eine Art Doppelleben, was nicht immer einfach ist, da ich diese beiden Welten schon eher strikt zu trennen versuche. Aber ich kann nicht anders und es ist möglich, sein Leben sicher, gut und gesund zu führen. Und es ist okay, wenn du so bist. Es geht um Selbstverwirklichung und es gilt sich selbst, diese Persönlichkeit so zu akzeptieren. Für mich als Gearfreak, der dazu sehr stark auch auf das anonyme Spiel steht, sind Partys mit 100% Dresscode und die Hardcore-Gear-Party genau mein Ding. Mit Gesichtern oder nackten Menschen kann ich eher wenig anfangen, weil es mir nicht primär ums Aussehen, sondern um das Auftreten in Gear und das Handeln in Gear geht, eben wie jemand in Gear wirkt. Paradoxerweise, sobald Gear im Spiel ist, kann ich mich der Faszination des Aussehens und auch dem Duft schwer entziehen. Masken aller Art, Helme, Protektoren, Stiefel, Handschuhe, Ganzanzüge, SWAT-Uniformen, auch Mehrschichten aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Leder, Neopren oder Lycra sind für mich danach in der Kombination sehr geil. Egal ob zum Chillen, für Sessions und geilen Sex. Mit den Leuten, die das mit mir teilen, habe ich eine besondere Freundschaft. Leider gibt es in meiner Gegend keine Gear-Partys, deshalb fahre ich seit 2013 immer wieder ins Underground. Dort treffe ich meine Freunde und genieße diese Zeiten dann sehr. Eine coole Gear-Blast haben wir bei euch ja auch schon ausgerichtet. Ansonsten bin ich nicht so der große Partygänger und eigentlich nur noch auf den Gear-Blast selbst anzutreffen. Gegründet wurde diese in den USA durch Scuba CCS, auch bekannt als Rocket Butt. Und 2009 gab es dann in Großbritannien die erste Gear Blast UK und seit 2013 zusätzlich jährlich die Gear Blast EU, Europe. Wir waren bisher in Zürich, München, Hamburg, Berlin und in Karlsruhe. Hatten wir anfangs in Zürich 70 Gearheads, waren es in den letzten 3 Jahren immer knapp 250 Gäste, Tendenz steigend. Die Jungs kamen bei der 8. Party aus 19 verschiedenen Ländern, sogar USA, Brasilien und Kanada, nur wegen der Party. Wir unterscheiden uns ein wenig von anderen Partys, indem wir an 3 Abenden und einem Nachmittag ein cooles Programm bieten wollen. Es gibt neben der toll eingerichteten Play Area ein Barbecue zur Einstimmung, unsere Live-Gear-Band zum Bestaunen, diverse Spiele, eine Lasershow und den Dancefloor. Wir richten einen Gear-Flohmarkt aus und neben Workshops, zum Beispiel Bondage oder Whipping, haben wir Performances wie Karaoke durch unsere Gäste und den legendären Gearwalk, bei dem dann knapp 200 geile Kerle in vollem Gear durch die Stadt spazieren. Solche Partys bieten und fördern Möglichkeiten zum Kennenlernen von Gleichgesinnten und so entstand mit der Zeit eine tolle, familiäre Atmosphäre. Die Basis ist Respekt, Akzeptanz und Vertrauen und du findest immer wen zum Reden, für Hilfe oder eine gemeinsame Zeit. Spaß und Freundschaften kommen also nicht zu kurz. Es gäbe viel mehr zu erzählen, aber dafür fehlt leider die Zeit. Weitere Infos haben wir auf unserer Homepage und unserem YouTube-Kanal sowie den Gruppen auf
Planet Romeo und Facebook. Und einige Fragen werdet ihr ja jetzt im Studio auch noch beantworten. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe massivst, wir sehen uns bald auf einer Party wieder. Stay safe, stay in gear, euer Ravi. Ja, vielen Dank, lieber Ravi. Das war ein sehr cooles Video und da stellen Sie uns gleich wieder die nächsten Fragen, die sich da eröffnet haben. Ja, tatsächlich. Schöne Grüße zurück ins schöne Tirol. Wir haben jetzt viele Outfits gesehen und wir haben auch was ganz Interessantes gehört mit dem Fetischleben. Markus, was hast du denn jetzt noch zum Beispiel zu Hause im Schrank? Was heißt für dich Fullgear Leben? Also das ist schwierig, das hat mich der Versicherungsvertreter auch gefragt, für wie viel das alles versichert werden muss. Das ist echt uferlos, was im Laufe der Zeit zusammenkommt. Bestimmt 4 Lederkombis, 5-6 Gummi-Outfits, der Trockentauchanzug, diverse Harnesses, Masken, Handschuhe, Stiefel. Eigentlich alles, was man so an schweren Dingen auch haben kann. Im Fetischleben heißt das auch zu Hause mal durchaus anzuhaben, wenn man zu Hause ist und heimkommt nach einem Arbeitstag und sich denkt, jetzt tue ich mir was Gutes, dann wirft man sich eben in das Outfit und fühlt sich wohl drin. Das hat sehr viel mit Wohlfühlen zu tun und, ja, wie Robbie schon gesagt hat, Selbstverwirklichung, man selbst sein, das ist Teil von mir, das lässt sich nicht leugnen, brauche ich nicht jeden Tag, aber ohne das würde mir wirklich was fehlen. Mensch, was sagt denn deine Hausratversicherung? Die ist sehr hoch. Nein, es ist tatsächlich so, es sammelt sich da über die Zeit schon einiges an. Ich habe auch mehrere Lederkombis, ich habe Rubber-Outfits, ich habe Cross-Outfits daheim, ich habe Workwear daheim in verschiedenen Ausführungen, natürlich dann auch wieder in Kopf bis Fuß alles dabei, um die komplette Ausstattung zu haben. Das Ausleben ist natürlich auch, klar, natürlich daheim abends, wenn man sich wohlfühlt, am Wochenende, einfach nur, weil es sich angenehm anfühlt, um drin zu entspannen. Auf der anderen Seite finde ich es immer schön, es gibt gewisse Outfits, die kann man nach draußen tragen, wie zum Beispiel, dass ich ja auch Motorradfahrer bin. Klar kann ich dann die Motorradkombi nach außen tragen, mit Helm natürlich. Ich kombiniere das sehr gerne, dass ich im Sommer auch, wenn es angenehm warm ist, mit Rubber noch unter der Lederkombi drunter fahre, was sehr schön ist, weil man dann auch deutlich schön mehr schwitzt und es einfach ein angenehmes Gefühl ist und es ein bisschen wärmer und einfach enger wird, einfach in der ganzen Lederkombi und es sich viel schöner anfühlt. Mhm. Ja, da ist auch wieder das Thema Enge und Wärme und so, das spielt schon sehr mit rein, auch bei den Materialkombinationen, haben wir gehört, Gummi unter irgendwas anziehen, auch Neoprenanzüge unter Protektoren oder so, das ist auch sehr, sehr beliebt. Man sieht bei den Gearblasts unter anderem auch Doggies, die dann tatsächlich in Neopren mit der Doggy-Maske passend dazu und dann noch ein Harness drüber oder den Protektoren auftauchen. Sieht toll aus und die haben Spaß drin und ich finde das wunderbar, dass diese Mischung auch von allen akzeptiert wird und dass dann niemand sagt, na, das ist jetzt aber nicht so, sondern jeder darf das so machen, wie er das gerne hätte. Hauptsache, es ist halt alles voll gepackt. Da hast du mit meiner nächsten Frage schon ein bisschen vorgegriffen. So, es gibt Puppies, es gibt Furries, es gibt noch ganz andere wilde Fantasiewesen. Was ist da so alles vertreten oder was ist so das Kurioseste, was euch bisher begegnet ist oder das Spannendste, Fantasievollste? Also ich glaube, bei einem Gearblaster war mal ein Teufel aufgetreten, der wirklich fantastisch aussah mit so einer richtig ausgeformten Latexmaske. Der hat dann auch entsprechende Kontaktlinsen drin gehabt, damit die Augen weiß waren. Das sah sensationell aus. Hat niemand erwartet gehabt. Und ich glaube, das zweitaufwendigste, was wir da gesehen haben, war eine Ritterrüstung. Also da war wirklich jemand komplett in Ritterrüstung aus Metall aufgetaucht. Irre schwer, irre klapprig natürlich, aber das hat fantastisch ausgesehen und hat dann auch einen Preis bekommen für das beste Outfit des Abends, weil das hatte bislang noch keiner gemacht. Okay, krass. Also doch so auch heavy. Wahnsinn. Ich denke, das sind auch halt, dass sie auch überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und das Schöne ist ja auch, dass diese Voll-Gear-Szene auch eigentlich jeder willkommen ist, der sich eigentlich so quasi an die Regel hält, dass möglichst viel Gear ist und das Gesicht nicht zu sehen ist, mal im Normalfall. Und da kann man wirklich richtig schön der Fantasie seinen freien Lauf lassen. Und da ist auch jeder willkommen. Es ist für uns auch sehr wichtig, dass jeder irgendwie kommen kann. Es ist sehr oft schwierig zu sagen, ich habe das Auto vielleicht noch gar nicht zusammen. Aber wie schon gesagt, man kann ja auch durch Kombination von vorhandenen Dingen ein sehr schönes Outfit kreieren und ist dann auch gerne willkommen. Und
Wir sind auch immer für alle da als Ansprechpartner, wenn man mal Fragen hat oder irgendwas braucht. Das ist eine Familie, eine spezielle Familie, aber es ist eine Familie. Das ist ja auch, es wird ja auch gerne mal untereinander ausgeholfen. Gerade wenn man irgendwie was Neues ausprobieren will, gibt es viele Möglichkeiten, wo man einfach auch fragen kann, ob man es mal probieren kann. Weil es viele Sachen sind ja auch sehr teuer, dass man einfach mal bestimmte Sachen einmal ausprobiert, einmal reinschlüpft und dann feststellt, lohnt sich so eine Anschaffung für mich oder nicht. Und da wird auch gerne ausgeholfen. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten, das einfach mal so reinzuschlüpfen in viele Dinge. Toll, ja. Ja, dann haben wir jetzt auch schon fast wahrscheinlich den großen Nachteil bei Full Gear angesprochen, der Preis. Ne? Wie viel habt ihr denn jetzt im Moment an? Und ja, wo bekommt ihr das her? Genau. Also ich glaube, das, was ich jetzt hier so komplett anhabe, 2000 Euro vielleicht zusammen. Okay. Also wir haben schon eine Gasmaske, das haben wir jetzt, ja. Bei mir ist es jetzt ein bisschen weniger als der komplette Anzug. Bei mir sind es hier um die 500 Euro, würde ich jetzt schätzen. Was dann eher schon eher so von einem günstigeren Kategorie von Fetisch ist. Tatsächlich. Also das ist ja wirklich auch nach oben hin, wenn man gerade die Taucheranzüge nimmt oder komplette Chemikalienschutzanzüge, die es da gibt, da ist man wirklich mit mehreren tausend Euro mit dabei. Und je nachdem, welche Sondermodifikationen man noch dazu sich wünscht und die man extra einschneidern lassen muss, kann das natürlich auch nach oben unbegrenzt sein. Wird in der Szene auch viel selber irgendwie gebastelt oder so selber irgendwas zusammengesetzt, kombiniert? In der Kombination an Materialien wird viel experimentiert natürlich. Und wo viel auch gebastelt wird, ist bei sowas hier, bei der Gasmaske. Vorhin war das Problem, man hat mich nicht vernünftig verstanden. Für die Gearblast zum Beispiel wird er auch moderiert. Da werden hier Mikrofone eingebaut, Funkmikrofone, damit derjenige, der die Maske auf hat, trotzdem verständlich sein kann. Die Moderationsmaske, geil. Zum Beispiel, sowas wird gebaut. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass man es eben gebraucht hat dafür. Und weil man die Maske beim Moderieren nicht ausziehen möchte. Das muss uns dann der MNC das nächste Mal zur Verfügung stellen. Ja, ich glaube auch, dann braucht man so ein Set Masken und dann kriegt jeder das mit einem Moderationsaufsatzteil. Perfekt, braucht man nie wieder aufziehen. Super. Total gut. Ja, hoffentlich findet das auch bald wieder bei uns statt. Es gab ja schon eine, da habe ich irgendwann mal ein richtig geiles Bild gesehen, mit also wirklich den farbenfrohsten und faszinierendsten Leuten drauf. Genau. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zu dem Thema Rede und Antwort gestanden habt. Sehr gerne. Vielen Dank unseren Zuschauern. Schön, dass ihr dabei wart. Hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge. Und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund.